Ja, das ist halt wieder Two-Man-Army gegen eine ganze russische Armee. Das macht halt eigentlich wieder absolut gar keinen Sinn. Sieht wie die Das hält hier Kommandozentrale wieder wie aus, Rambo und wie Alter. die ganzen Filme heißen. Aber ich meine, grundsätzlich die Idee hinter dieser Kampagne ist eigentlich ganz interessant. Jackpot. Mal sehen, was die Russen hier wirklich vorhaben. Bell, ran ans Terminal. Sieh dich um. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich mich über das WW2, über die WW2-Kampagne im nächsten Teil mehr freuen werde, glaube ich. Sei denn, die verkacken die komplett. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich Bell, dachte, hier geht es noch irgendwie überprüfe was den zum Foto Hauptrechner. machen. Ja, entspann dich doch mal. Warum musst du das immer sagen? Ich will doch erstmal ein bisschen gucken. Kann ja sein, dass es hier noch nützliche Informationen abseits der Hauptmission gibt, ja? Ran an den Computer, Ah, Bell. ist ja gut, komm. Spielen wir wieder Willkommen Space im Invader. sowjetischen Kriegsanalysearchiv. Taktischer Häuserkampfstatistik. Nehmen wir KGB. Und wo machen wir Operation Operation Greenlight? Greenlight. Zugriffsbeschränkung. Was ist Operation Greenlight? Kannst du das hacken? Klar, ich bin Hackerman. Ich mache einmal mit meinen Fingern so ein bisschen hin und her und dann. War klar, dass es ein Passwort gibt. Sieh dich um. Die Russen sind nicht so schlau. Vielleicht liegt da was auf dem Schreibtisch rum. Bro, was ist das für eine Aussage, ja? Die sind nicht so schlau. Alter, wer macht so eine Vielleicht der Kampagne? Geburtstag von einem Balk. Klasse. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt schlecht gemacht. Also wirklich. Da hätte man vielleicht noch irgendwo im Raum so einen Code suchen können oder so. Von mir aus irgendeine Ziffer, aber dass das einfach so daneben einfach so ein Post-it ist. Are you kidding me? Come on. Es ist bestätigt. Die aus Berlin geschmuggelte Atombombe gehört zu Greenlight. Es ist eine von unseren. Wenn das rauskommt, niemand wird davon erfahren. Nicht mal Adlers Team. Das Risiko ist zu groß. Groß ist untertrieben. Wir sprechen von einer amerikanischen Atombombe unter Berlin. Okay, das ist krass. Wer sind diese Leute denn? Das hört sich an wie der Präsident und noch irgendwer. Oder ist das nicht der Präsident? Ich muss sicher sein, dass Sie voll dahinter stehen, Hudson. Die Taktik steht und der Ball rollt. Wenn der Agent die Wahrheit erfährt. Plötzlich geht es Ihnen um die Wahrheit? Es geht mir um Kontrolle. Kontrolle des Agenten. Wenn wir den Agenten nicht kontrollieren können, schalten wir ihn aus. Ganz einfach. Wer ist nochmal Hudson? Wer war das nochmal? Sims, Adler, Woods. Park, das sind die alle nicht. Und der andere, den weiß ich nicht mehr, wie der heißt, der ist ja auch nicht das, ist ja auch nicht der Typ. Wer ist dieser Agent? Wer ist dieser Typ, der da spricht, der andere? Ich nehme einen Ausdruck mit. Mehr hat er jetzt nichts Was dazu ergibt zu keinen sagen, oder was? Sinn. Perseus hat ein CIA-Atomprogramm namens Operation Greenlight infiltriert. Geleitet von Hudson. Die gestohlene Bombe ist amerikanisch und Hudson wusste es. Scheiße, wir müssen hier weg. Das war auch wieder klar. Jetzt heißt es wieder fliehen. Und dann geht am Ende wieder alles in die Luft. Ja. Einfach nur ein Foto machen. Ist ja nicht so, als müssen wir schnell weg. Okay. Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall vorhersehbar. Ich will mich jetzt nicht beschweren, dass die Kampagne so meh ist. Die ist auf jeden Fall cool gemacht bis jetzt. Aber es ist halt kein Highlight, sage ich jetzt mal, ja. Es ist jetzt nichts, wer weiß wie Neues. Es ist sehr vorhersehbar, was so als nächstes passiert. Etwas, was ich an WW1, WW2 Kampagnen so mag, beziehungsweise WW2, WW1 gibt es ja gar nicht, glaube ich, so in dem Sinne. Ist halt, dass man ja ungefähr schon weiß, dass so gewisse Dinge eingenommen werden müssen, ja, und wie dann der Verlauf des Krieges war ungefähr. Das heißt, auch da weiß man zwar, was einen erwartet, aber da ist es halt die insgesamte Action an der Front, die halt richtig geil heraussticht. Ich finde so Two-Man-Army-mäßig da durch 100 Russen rasieren, finde ich immer so ein bisschen fragwürdig. Ist eher so Rambo-Action. Wie seht ihr das eigentlich? Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr mich gerade hört. Ich bin das ist ein bisschen laut hier. Eieiei.
Hier nehmen wir mal die Sniper. Ist noch ein bisschen low. Krass. Nein, das war daneben. Leicht verzogen. Puppe, okay. Und sonst alle, ich glaube schon, ne? Ja. Ach, guck mal. Ja, gleich. Zur Deckung. Machen wir noch ein Foto. Du hast das Lager gefunden, in dem die Anlage verstaut ist. Sie musste verlegt werden, als sie das Hauptgebäude zum Trainingszentrum umgebaut haben. Aber jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, würde ich gerne auch das letzte finden. Also wenn wir jetzt schon 5 haben, dann hätte ich jetzt auch gerne das letzte. Das war jetzt hier das Foto. Ich denke mal, das letzte werden wir wahrscheinlich nicht finden. Ne? Wir hätten auch, glaube ich, einfach das Ding da abschießen können, oder? Nee. Oder ich schieße gerade falsch. Könnte ich auch sein. Woods, hörst du mich? Wie ist die Lage? Wir sind vom Regen in die Traufe geraten. Sorg einfach dafür, dass Adler und Mason am Evakuierungspunkt bereitstehen. Michael vor! Wollen wir hier noch ein Foto machen und Tourist spielen? Ich glaube nicht, ne? Ja, hier sieht's nicht so aus. Ist hier sonst noch irgendwas? Nicht so aus. Ah, M16! Einfach so eine M16. Ja, warum denn nicht? Nice. AK-47, AK-74. Oh, nehmen wir noch die AK-47 mit. Komm, warum nicht? Bisschen Granaten noch. Zack. Blendgranaten können wir werfen, okay. Okay, der frisst wahrscheinlich wieder 10 Magazine. Ja, das ist gar nicht so leicht bei dem Typen. Bei dem ist so ein Rückstoß. Haben wir den? Ja, nice. Oh shit, das war keine gute Idee. Wahnsinn. Ich will da einfach ballern, Mann. Oh shit. Ach, ich wusste gar nicht, dass man hier auch Raketenwerfer haben kann. Warum nicht? Kriegt man das Gerät nicht kaputt irgendwie? Okay, machen wir es so. Ich gehe einmal hier rum. Vielleicht findet man hier noch was. Ja, hier haben wir es doch. Nice. Das letzte Foto. Geil. Sehr schön. Meisteraufklärer. Ja klar, Alter. Meisteraufklärer. Einfach noch Fotos suchen. Poster meine ich. Ist ja jetzt auch nicht so schwer, ne? Ich dachte, man hätte das Ding hier kaputt schießen können. Aber damit müssen wir wahrscheinlich flüchten, ne? Oh shit, ich hoffe, Woods geht's gut. Ah, okay, dann fahren wir damit. Und ich wollte es abknallen. Ich wollte unser Fluchtmittel abknallen, Mann. Ja, bum, 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 bum. Und der Gegner konnte das nicht, oder was? Uns damit einfach wegknallen. Stadtsanierung, ihr Wichser!
Oh, du Scheiße, Mann. Könnt ihr hier nicht mal ein paar verdammte Straßenschilder aufstellen? Da, ich sehe den Ausgang. Ballern schon mal nach vorne. Ich drück aufs Gas. Yo. Jede Menge zu erklären. Düdüm. Ich finde das Verhältnis. Okay, warte. Ich erzähl gleich. Ja, Sir, ich bin dran. Atombombe von Greenlight war. Was verschweigst du noch? Ich prügel die Wahrheit aus dir raus. Das würde ich mir überlegen, Woods. Alle mal ganz ruhig. Dieser Schwanzvergleich hilft uns nicht, Perseus zu finden. Warum hast du nicht gesagt, dass es eine US-Bombe ist? Wir sollten seine Fehler ausbaden. Der Wichser hat uns die ganze Zeit belogen. Nein, keine Lügen. Das sind selektive Fakten. Das kannst du am besten, stimmt's, Hudson? Leute manipulieren. Deine Version der Wahrheit auftischen. Es gibt keine Wahrheit. Nur die Wahl, wie man glaubt. Butler weiß, was ich damit meine. Oder nicht, Russ? Operation Greenlight. Was ist das? Erzähl uns alles. 58 war das Wettrüsten in vollem Gange. Eisenhower glaubte, bei einer roten Invasion Europas könnten wir nicht schnell genug reagieren. Er autorisierte Operation Greenlight, ein Geheimprogramm zur Platzierung von Atombomben in jeder großen europäischen Stadt. Ah. Ultimative Gegenmaßnahme zur Sowjetinvasion. 1974 wurden die Bomben zu Neutronenbomben aufgerüstet, die Personen ausschalten könnten, ohne Schäden an Infrastruktur anzurichten. Tausende Tote im Handumdrehen. Und du faselst von verdammter Infrastruktur. So schön zivilisiert. Wir töten Menschen, aber bewahren Gebäude. Es geht um die Bewahrung unserer Art zu leben. Seit wann wusstest du von der fehlenden Bombe? Eine der Greenlight-Bomben ging vor 8 Wochen offline. Wir hatten Perseus im Verdacht, konnten es aber nicht bestätigen. Bis zu euren Fotos, denen aus Ost-Berlin. Also, das Problem ist eine amerikanische Atombombe. Und sobald Perseus sie zündet, sind die Vereinigten Staaten weltweit der oberste Schurke. Wir hätten kein Problem, hättest du Perseus damals ausgeschaltet in Vietnam. Vorsicht, Hudson. Nächstes Mal überlasse ich dich Woods. Wir müssen wissen, was Perseus mit der Atombombe vorhat. Park, steht sonst noch was in dem Ausdruck, den Bell und Woods aus der Basis geholt haben? Es wird eine Ausgrabung im Uralgebirge erwähnt, auf dem Yamantau. Unser Kontakt beim KGB bestätigt eine aktive Operation. Yamantau, dachte Hudson und Weaver hätten die Einrichtung vor Jahren begraben. Haben wir. Perseus will den alten Hauptrechner bergen. Dragovic und Steiner müssen was ziemlich Heißes hinterlassen haben. Steiner. Schick Woods und mich. Dir fehlt der Abstand, Mason. Wir können uns keine Patzer erlauben. Bullshit. Du weißt, dass es keinen besseren Job gibt. Ist meine Entscheidung. Ich will Mason und Woods da dran haben. Findet diesen Hauptrechner vor Perseus. Ich kontaktiere unseren Mann beim KGB, Belikov. Er wird uns logistisch unterstützen. Wer weiß, Belikov will den Heli vielleicht sogar selbst fliegen. Was immer Perseus auf dem Yamantau will, ich will es noch mehr.